Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alle gegen Alle Box von Zugezogen Maskulin. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alle gegen Alle von Zugezogen Maskulin. Plastikfolie habe ich bereits entfernt. Wir sehen hier eine quadratische Box, also einen quadratischen Boxdeckel, und hier haben wir eine riesengroße Staubwolke, Rauchwolke, und wilde Szenen spielen sie hier ab. Also diverse Menschen, die hier aufeinander losgehen, Füße, Fäuste, Waffen, Köpfe, alles mögliche hier zu sehen, Bauarbeiter, der Tod bzw. Skeletor von He-Man, je nachdem, alles hier zu finden. Ansonsten die Box glatt in diesem hellrosa gehalten. Auf der Rückseite lesen wir nur Four Music und eben die Credits. Und wir haben hier noch einen Barcode. Ja, das Ganze eine Klappbox, allerdings eben in diesem quadratischen Format. Deckel ist aber nicht abzunehmen. Und dann schauen wir uns den Inhalt an. Wir haben hier einmal das Album im Digipack. Das dürfte der Fanschal sein. Dann haben wir zwei Sticker, ein Buch, ein Heft und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. So sieht das Ganze aus. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Also Cover, so wie auf der Box auch schon, diese Alle gegen Alle Szene. Es handelt sich hier um ein Digipack. Hier haben wir zwei Zähne, die durch die Gegend fliegen, und einen toten Vogel. Booklet, müssen wir jetzt mal schauen. Kann ich keins ausmachen? Nein, also es scheint kein Booklet zu geben. Wir haben hier die CD, Zugezogen Maskulin, Alle gegen Alle. So sieht die CD aus. Auch hier wieder alles in diesem hellrosa gehalten. Und dann lesen wir hier noch die Infos bzw. eine Danksagung. Und hier werden Leute gegrüßt. Also Testo und Grim 104 bedanken bzw. grüßen hier. Und dann haben wir hier noch die Infos, wer an dem Album mitgewirkt hat. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tracks an der Zahl. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Favoriten wurden auch beide als Videoauskopplungen veröffentlicht. Und zwar war das einmal Track Nummer 2, Was für eine Zeit, und Track Nummer 4, Alle gegen Alle. Also die beiden sind wirklich meine Favoriten. Sehr günstig auch, dass dazu jeweils ein Video ausgekoppelt wurde. Hat mich natürlich sehr gefreut. Und auf der Rückseite lesen wir nochmal Zugezogen Maskulin, Alle gegen Alle. Dann haben wir zwei Sticker an der Zahl. Einer in rosa-schwarz und einer in schwarz-rosa. Einmal Alle gegen Alle Schriftzug und einmal Zugezogen Maskulin. Beides eben in dieser altdeutschen Schrift, jeweils im Querformat. Dann haben wir dieses Buch, dieses Heft, Alle gegen Alle. Dieses ebenfalls in quadratischer Form. Schauen wir mal. Intro. Okay, also wir haben hier die Songtexte, aber nicht einfach nur abgedruckt, sondern es schaut wirklich aus, als wäre das hier handschriftlich verfasst worden. Hier diese Kritzelschrift, natürlich etwas authentischer als jetzt in Word irgendwas abgetippt. Was für eine Zeit. Um am Leben zu sein. Also hier wirklich die Songtexte. Und dann hier noch jeweils einzelne Sachen dazu gemalt. Ein Hund mit Burgern, hier ein Totenkopf. Uwe und Heiko. Okay, das dürfte dann wohl der andere gewesen sein. Wirklich Schriften unterstreichen. Mhm. Unterscheiden. Unterscheiden sich dann doch stark. Also jede Menge Texte, jede Menge Inhalt. Ansonsten, ja, also das zieht sich wirklich so durch, jeder Text hier abgedruckt und zwischendurch immer so kleine, ja, kleine Kunstwerke, kleine Skizzen. Sehr schön das Ganze. Was haben wir hier hinten noch? Unleserliche Schmierereien, zugezogen maskulin. Weareyawn.com. Okay. Nein, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir gut. Generell bin ich immer Fan davon, wenn man die Songtexte dabei hat. Auch wenn das jetzt in dieser Form ja, etwas schwerer zu lesen ist, da es wirklich handschriftlich ist, aber kann man auf jeden Fall machen. Finde ich echt gelungen. Dann haben wir ein Poster, dürfte echt groß sein. Einseitig bedruckt. Und auch das Poster, nicht ganz in quadratischer Form, aber auch dieses Poster wieder in dieser schwarz-rosa Optik. Das zieht sich echt komplett durch das Design. Wir lesen hier Alle gegen Alle und noch zugezogen maskulin. Und hier auch wieder nur so skizzenmäßig, aber hier einfach sehr viele Arme und Köpfe, die sich hier gegenseitig, ja, bedrängen, schlagen, was auch immer. Sieht auf jeden Fall nach einem wilden Getümmel aus. Und die Rückseite, wie gesagt, weiß. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und das dürfte der Fanschal sein. Gut. So. So, nochmal. Okay, Plastik in Plastik. Der Umwelt zuliebe. Gut. Was lesen wir hier? Also, jetzt habe ich natürlich falsch rum. Auf der einen Seite haben wir diese Faust, zugezogen maskulin, wieder in dieser altdeutschen Schrift, schwarz auf weiß, hat auf jeden Fall was. Fransen sind weiß. Und auf der anderen Seite lesen wir Alle gegen Alle, gegen Alle. Also das zieht hier wirklich so durch, Alle gegen Alle, Alle gegen Alle, ohne Ende eigentlich. Fransen sind weiß, wie gesagt. Jetzt schauen wir noch kurz, wir haben hier die Info. 100% Polyacryl, hier die Waschhinweise. Zugezogen maskulin, Four Music in Berlin. Ja, und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Fanschal von zugezogen maskulin, beidseitig bedruckt natürlich, in schwarz und weiß gehalten. Dieses Poster im Hochformat, einseitig bedruckt. Dann dieses Textbuch, Alle gegen Alle, mit allen Texten des Albums. Die zwei Sticker, zugezogen maskulin und Alle gegen Alle, im Querformat. Und das Album an sich im Digipack. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz nach, aber ich habe echt... Nein, also es gibt hier kein Booklet. Jedenfalls wüsste ich nicht wo. Nein, sieht echt so aus. Es gäbe es hier kein Booklet. Und das Album im Digipack. Das alles. In dieser wunderbaren Box. Alle gegen Alle von zugezogen maskulin. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der CD? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr zugezogen maskulin unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.